Ihr hört Mein glückliches Leben von Rose Lagercrantz. Aus dem Schwedischen von Angelika Kutsch. Gelesen von Ilka Teichmüller. Eine Produktion des Argon Verlags. Es ist schon spät, aber Dunne kann nicht einschlafen. Manche zählen Schafe, wenn sie nicht schlafen können, aber sie nicht. Dunne zählt, wie oft sie in ihrem Leben glücklich war. Wie das eine Mal, als sie von ihrem Cousin einen Frosch geschenkt bekam, da war sie noch ganz klein. Und als sie zum ersten Mal 3 Schwimmzüge schaffte, ohne zu ertrinken. Und als sie ihren Schulranzen kriegte. Sie war ja so glücklich, dass sie in die 1. Klasse kam. Ihr ganzes Leben hatte sie sich darauf gefreut. Der Sommer war ihr furchtbar lang geworden, weil sie solche Sehnsucht nach der 1. Klasse gehabt hatte. Aber als Dunne zum ersten Mal endlich auf dem Weg zur Schule war, überlegte sie, was sie dort wohl erwarten würde. Vielleicht würde sie nur herumsitzen und lesen und schreiben lernen. Das konnte sie schon, jedenfalls ein bisschen. »Was meinst du, ob ich meine Lehrerin mag?« fragte sie ihren Papa. »Na klar«, sagte Papa, »bestimmt magst du sie.« »Und glaubst du, dass ich meine neuen Klassenkameraden mag?« Dunne war bis jetzt nämlich in die Vorschule gegangen. In der neuen Schule kannte sie noch kein Kind. Plötzlich bekam sie Angst. Wenn sie nun überhaupt keine neuen Freunde finden würde. Sie beschloss, nie mehr in die Schule zu gehen, wenn sie keine Freunde fand. »Drückst du mir die Daumen, Papa?« fragte sie, als sie die Schule betraten. Die Lehrerin stand vor dem Klassenzimmer und begrüßte alle. Ein Junge wollte auf keinen Fall hinein. Seine Mama musste ihn erst mit etwas Geld locken. Da ging er ins Klassenzimmer. Als alle einen Platz hatten, sagte die Lehrerin, »Willkommen zu eurem 1. Schultag.« Dann las sie einen Namen nach dem anderen vor. Wer sich traute, durfte die Hand heben und »Hier« antworten. Dunne traute sich, obwohl sie dachte, sie würde in Ohnmacht fallen. Dann bekam sie farbige Stifte und ein Stück Papier. Darauf sollten sie ihren Namen schreiben. Dunne heißt Dunja, aber sie schrieb Dunne. Ein Mädchen, das Michaela heißt, schrieb Miki. Einer, der Erik heißt, schrieb Metteborg. Nur Jonathan schrieb Jonathan hin. Alle konnten ihre Namen schreiben, bis auf einen. Dem half die Lehrerin. Aber als es gerade anfing, Spaß zu machen, war die Schule schon wieder aus. Abends feierte die Familie den 1. Schultag. Dunnes Familie besteht aus Dunne selbst, ihrem Papa und der Katze. Die Katze fand wohl, dass Dunne ein großes Mädchen war, jetzt, wo sie in die 1. Klasse ging. »Es war gar nicht gefährlich«, erzählte sie der Katze, »nur ein bisschen aufregend und ganz lustig.« Aber sie hatte noch keine Freunde.